gut. Du bist gut zu mir. Und ich singe denn, du bist gut. Und ich tanze denn, du bist gut. Und ich rufe laut, du bist gut. Du bist gut zu mir. Ja, Jesus, du bist gut. Yes, ich merke, ihr seid ermutigt, ihr seid inspiriert. Was für ein wunderbarer Tag. Ich glaube, dass dieser Tag unserem Bundesland dienen wird. Wisst ihr, wenn Gottes Volk zusammenkommt, aus welchen Denominationen, dann wird Gott geehrt. Und wenn sie es dann noch wirklich aushalten, nach dem Mittag zusammen zu sein, da wird Gott gefeiert. Und ich glaube wirklich, Gott feiert diesen Tag mit uns, weil dadurch ein Weg geebnet wird, wo unser Bundesland einfach gesegnet wird, wenn Christen in Einheit zusammen sind. Darin hat Gott seinen Segen befohlen. Und das haben wir ein Stück weit schon mitbekommen. Und jetzt in diesem Nachmittag wollen wir noch verschiedene Elemente hineinnehmen, die uns einfach helfen sollen, zu inspiriert zu sein, wie man einfach auf einer Art und Weise, wie Gott uns auch Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, das Evangelium weiterzugeben oder etwas zu nutzen. Und ich möchte euch an dieser Stelle jemanden vorstellen, die einfach es auf dem Herzen haben, auch wieder verstärkt hier im Bundesland unterwegs zu sein. Und das ist der Sebastian. Sebastian, komm mal nach vorne gesprintet mit deiner lieben Frau Tamara. Kommt einfach, wenn man so ein Kind nicht im Bauch, sondern auf den Schultern trägt, da kann man nicht ganz so sprinten. Ihr beiden, wir heißen euch mal ganz herzlich willkommen. Sebastian, du kannst mal dieses zweite Mikro da nehmen. Sagt mal, euren Namen habe ich gesagt, eure Organisation, für die ihr unterwegs seid, heißt Team F. Was können wir uns darunter vorstellen? Team F ist ein christlicher Verein, also wir sind ein überkonfessioneller Verein. Du hast es gerade gesagt, dass uns das hier eint und das eint uns auch bei Team F. Also wir kommen aus dem katholischen, evangelischen, freikirchlichen und so weiter Bereich und haben einfach gemeinsam auf dem Herzen irgendwie dieses Bild, was Gott für Ehe, Familie, Beziehung überhaupt hat, Menschen weiterzugeben. Das ist ein unglaublicher Schatz und das ist einfach das, wofür wir einfach arbeiten, wo wir Seminare geben, wo wir uns einsetzen und sagen, wir wollen Menschen einfach dienen in dieser Lebenssituation, wo sie gerade stecken, ob verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, keine Seelsorge, diese Bereiche. Ja. Nun haben wir heute diesen Tag so missionarischer Impulse beziehungsweise so ein Forum, wo wir uns austauschen, wie wir missionarisch unterwegs sein können. Was denkst du, was denkt ihr, was ihr als Tool habt, wo ihr sagt, das könnte auch Mecklenburg-Vorpommern missionarisch dienen? Ja, also wir bieten halt Seminare an, die auch total gut, gerade auch die Erziehungsseminare, total gut in Kitas hineinpassen oder auch Schulen. Gerade sind wir aktuell in Brandenburg mit dem Netzwerk für gesunde Kinder im Gespräch, da haben wir auch schon referieren dürfen und das ist einfach total genial, weil das wirklich was staatlich Unterstütztes ist, dieses Netzwerk für gesunde Kinder, was natürlich weitläufig auch gerade Nicht-Christen erreicht. Und was gibt es nichts Schöneres, als einfach Leuten auch Hoffnung zu machen, dass Beziehung, eine glückliche Beziehung heutzutage möglich ist, dass Kinder auch glücklich sein können, dass Familien neue Hoffnung einfach geben kann. Das ist einfach wunderbar. Und wenn ich darf, würde ich schon auch sagen, dass das bei den ganz Kleinen einfach anfängt. Also Evangelisation, wir denken vielleicht oft an was draußen irgendwo ist, aber es fängt bei den Kleinen an, wo man Reich Gottes leben kann, in der Erziehung. Wie wir also kleine Kinder großziehen, einfach in diesem Herz, was Gott als liebender Vater für uns als Leute alle hat, aber auch gerade für die ganz Kleinen. Und diese kleinen Menschen größer werden zu lassen, zu fördern, das ist genial. Und das sehen Leute im Umfeld bei uns in der Nachbarschaft. Wir machen ganz viel falsch als Eltern, ja, aber Gott lässt trotzdem Segen fließen. Und das ist schon auch Evangelisation. Ja, cool, das haben wir heute auch hier so im Seminar gehört, wie wichtig es ist, so authentisch zu sein.
Jetzt kommen die meisten von hier auch aus einem Gemeinde-Background-Hintergrund. Was würdet ihr ihnen mitgeben wollen, wo ihr sagt, hey, das glaube ich, das würde euch oder euch auch Einzelnen helfen? Also ich würde sagen, seht wirklich in euren Gemeinden Menschen, die gerade auch in Not sind, gerade Familien. Nehmt sie wirklich wahr. Wir haben heute darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, die ganze Zeit beschäftigt zu sein, sondern Leute wahrzunehmen an den Orten, wo wir sind. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und in Gemeinden, da gibt es Menschen, da gibt es Familien, Ehen, wo auch Herausforderungen da sind. Wir brauchen Zeit, die wir uns nehmen, wo wir das spüren, wo wir das im Gespräch wahrnehmen und dort reinzuwirken, wo Menschen in der Schwäche sind, diesen zu dienen, wo wir vielleicht einfach gerade ein bisschen stabiler unterwegs sind, was von Gott weitergeben. Also ich glaube, das sind so diese ganz elementaren Dinge. Natürlich kann man als Gemeinde auch Seminare mit uns zusammen anbieten, aber da fängt es, glaube ich, an. Ja. Wir hatten gerade gestern noch ein Online-Seminar gehalten und da ging es halt auch um Familie sein, Paar bleiben. Und ein Satz ist mir gerade hängen geblieben und das heißt, lieben bedeutet, einer muss mal anfangen. Und ich glaube, damit können wir wirklich dienen, wenn wir einfach hinsehen, hinschauen, einfach die Nöte wahrnehmen der anderen. Auf dem Spielplatz kann es auch einfach ein Lächeln sein zu der Mutter, die gerade überfordert ist mit den Kindern. Wow. Hey, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch extra aus Brandenburg oder Waldensee? Blankenfelde. Blankenfelde hier genau. Hochzukommen, weil, Sie sagen, wir verantworten auch Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid als jüngeres Ehepaar in die Fußstapfen von den Lehmfuhls jetzt getreten, die das ja lange auch hier für diese Ära geleitet haben. Ja. Wir freuen uns, dass so ein Mecklenburger auch das jetzt, wir müssen wissen, Sebastian kommt eigentlich von der Insel Rügen und damit hat er schon unser Herz erobert, oder? Hey, vielen, vielen Dank, vielen Dank euch, Sebastian und Tamara, und alles Gute, Gottes Segen für euren Dienst und wir wollen euch unterstützen und eine offene Tür geben und freuen uns, dass wir so zusammenarbeiten können. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Gut, so, der zweite Gruß kommt über Video. Kai, vielleicht kannst du uns ganz kurz noch was zu der Person sagen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein breites Spektrum abbilden. Wem werden wir hier jetzt sehen? Was dürfen wir davon hören? Wie ihr seht, habe ich mich verkleidet. Wir hatten ein Seminar mit den Royal Rangers, daher das Outfit. Wir sehen gleich eine Maike Frams. Einige mögen sie kennen von euch. Sie hat sich letzte Woche, also morgen vor einer Woche, bei uns taufen lassen. Und wir fanden das so spektakulär und so frisch. Sie ist, glaube ich, noch kein Dreivierteljahr gläubig. Da zu hören, wie kommt ein Mensch dazu, sich aus einem atheistischen Milieu für Jesus Christus zu entscheiden, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Es ist jetzt nicht professionell, aber ich glaube, für uns hilfreich, das zu verstehen. Super, wir sind gespannt und während des Videos, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese zu mir wandern lassen und dann werde ich darauf eingehen. Hallo, ich bin Maike und ich wurde gebeten, heute ein bisschen was zu sagen und kann leider nicht persönlich kommen, weil ich krank bin. Und deswegen haben wir das jetzt per Video gemacht. Und ich wollte eigentlich nur einmal kurz und knapp erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und zwar ist es so, einmal kurz zu mir erklärt, dass ich wirklich komplett, ich kann fast sagen, antichristlich aufgewachsen bin, dass ich schon immer gemerkt habe oder für mich gespürt habe, da ist noch was, aber eben, dass bei uns nicht so für voll genommen wurde und deswegen eben auch in meiner Familie wurde nichts irgendwie pro-christlich praktiziert. Meine Interessen dahingehend wurden auch eher nicht so beachtet und das Ganze dann mit Sprüchen dagegen eingestampft. So, ich habe in meinem Leben dann viele negative Ereignisse, viele negative Erfahrungen, habe viele Wege gesucht, um damit fertig zu werden, auf vielen Wegen, die einfach auch nicht vereinbar wären mit dem Weg von Jesus Christus. Und habe meinen Geist dafür Dinge geöffnet, die einfach mehr Schaden angerichtet haben als Nutzen. Für ein kurzes Gefühl des Besserwerdens oder des Glücks. Naja, und dann habe ich eine
Arbeitskollegin kennengelernt bei mir, die Christin ist, bei der ich oft auf, also eher ablehnend gehalten, mich selber ablehnend gehalten habe, mit ihr gar nicht so den Kontakt haben wollte, einfach nur, weil sie Christin ist, um genauer zu sein. Und irgendwann, da haben wir schon nicht mehr zusammengearbeitet, haben wir uns getroffen. Ich weiß heute nicht mehr, warum, wieso, weshalb. Aber wir haben uns getroffen und haben uns öfters getroffen, haben den Weg zueinander gefunden. Und irgendwann kam der Impuls, Fragen zu stellen. Und ich hatte endlich einen Menschen, der mir diese Fragen beantwortet hat und mir alles erklärt hat. Und ich habe in dem Moment Gottes Hand gespürt und mich darauf eingelassen. Natürlich geht ein ganzes Leben nicht einfach weg. Das heißt, es sind immer noch mal Momente da, wo man auch so am Zweifeln ist. Aber immer wieder habe ich mich für Jesus, für Gott, für den Heiligen Geist entschieden, so dass ich letzten Endes am letzten Wochenende mich dazu entschieden habe, mich auch taufen zu lassen. Und ja, das gemacht habe. Und seitdem fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Genau. Besser könnte man es jetzt nicht beschreiben. Und ich bin froh, dass ich eine Gemeinde gefunden habe, dass ich einen Hauskreis gefunden habe. Menschen, die mich aufnehmen, die mir vieles erklären und trotzdem auch geduldig sind. Dass ich Gott gefunden habe, Jesus gefunden habe, der auch unglaublich geduldig mit mir ist. Ja, und ich aber all diese Mächte und Menschen in meinem Leben haben darf. Ja. Das war meine Geschichte. Ich danke euch und ich wünsche euch viel Spaß bei den Seminaren heute und dass das sehr lehrreich sein möge. Und ja, alles Gute. Gottes Segen. Danke an die Maike und wir segnen Maike, dass sie wirklich weitere Schritte im Glauben geht und wirklich von Gott sich benutzen lässt. In Jesu Namen. Amen. Ich mache das übrigens ganz oft, wenn Leute Zeugnis geben, weil immer dann, wenn Leute Zeugnis geben, merke ich, wie sie auch angefochten sind, genau über das, was sie erzählt haben. Ganz bewusst hinter diesen Leuten zu stehen und für sie zu beten. So, ihr beiden Evangelisten, darf ich euch nochmal hier nach vorne bitten, hier aufs Plenum, und wir machen einen kleinen Talk. Ich habe hier extra die besseren Stühle für euch besorgt, damit ihr euch hier niederlassen könnt. Ein herzliches Willkommen an beiden, und ihr seht, der Werner hier, der packt seine Zeitung schon hier voll. Darf ich euch bitten, beide nochmal hier hochzukommen, weil es gibt so ein paar Fragen nochmal. Also, ne, gehen wir dahin. Erstens glaube ich, die haben ihre Sache richtig gut gemacht, oder? Ja. Und gleichzeitig, nicht oder, und gab es da ein paar Fragen. Aha, hier zwitschert noch was rein. Sagt, wir leben hier in Mecklenburg-Vorpommern. Werner, du hast es vielleicht gerade gemerkt an dem Video, ein Mecklenburger, dem fällt es nicht so leicht zu reden. Also man redet nicht so viel, da ist in wenigen Sätzen eigentlich alles, in wenigen Worten alles gesagt. Und welche drei Tools gibst denn du jemandem mit, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, um das Evangelium zu erklären oder rüberzubringen, wenn man nicht viel sagen will? Ist das eine gute Frage für jemanden, der aus MacPom kommt? Ah. Entschuldigung. Also um was zu sagen, brauche ich nur ein Tool. Ein Mikro, das hast du jetzt. Also ich würde mal sagen, es gibt wenige Orte, wo wir noch nicht das Evangelium verkündigt haben. Wir waren an Orten, also jetzt so im ganz schwersten Norden von Norddeutschland, wo sie auch gesagt haben, die Leute sind ganz verschlossen, die reden auch nicht viel. Also wenn die sehr gesprächig sind, sagen sie Moin, Moin. Und das erste Tool ist für mich immer Interesse. Ich zeige Interesse am Menschen. Das ist ein Riesentool. Also da schmilzt auch manchen Atheist. Ich zeige Interesse an den Leuten. Und höre zu. Ich habe ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, so der erste Schritt, wie ich mit Menschen ins Gespräch komme. Und vom Typ bin ich natürlich einer, ich habe Leute schon totgelabert. Also das weiß ich auch, da muss ich lernen. Und ich muss es lernen, zuzuhören. Ich muss lernen, also Jesus hatte Empathie. Oh, das hat eine Power, das ist eine Durchschlagskraft, die ist unglaublich. Das ist für mich ein Riesentool. Ich stelle Fragen. Also ich sag mal, ich bin eher ein Typ, der immer gerne
das Glaube kommt durch Hören, boah, Maschinengewehr. Aber Jesus hat Fragen gestellt, um Leute zum Nachdenken zu bringen. Ich habe jetzt diese Woche mit jemandem gesprochen, der so komplett mir, habe ich glaube ich erzählt, zu 100% sagt, es gibt keinen Gott. Ich habe Fragen gestellt. Fragen, dass man ins Nachdenken kommt, weil es ist gut, über sein Leben nachzudenken. Also ich habe jetzt gerade erst jemand gehört, der im Krankenhaus war, Corona und fast gestorben ist, sagte, ja, da habe ich mal kurz über mein Leben nachgedacht, aber jetzt schon wieder alles gut. Die Frage ist schon wieder verdrängt. Mhm. Aber Fragen zu stellen, und manchmal muss ich auch sagen, drittes Tool, langer Atem. Manchmal braucht man einen langen Atem. Ja. Ich freue mich, wenn ich mit Menschen spreche, nach 10 Minuten bekehren die sich, Afrika zu 90%, aber hier nicht unbedingt. Ich brauche manchmal langen Atem. Aber du würdest auch sagen, dass du einen Unterschied, einen geistlichen Unterschied spürst zwischen hier und Afrika? Also, ja, ich meine, Afrika hat natürlich auch eine andere Seite. Dann gibt es 45% Christen, hat die höchste Kriminalitätsrate. Auch da gibt es ein paar Herausforderungen. Aber in Afrika, ich sage, was mache ich heute Morgen? Ich gehe auf die Straße und spreche mit ein paar Leuten und führe die zu Jesus. Wir haben gesagt, heute haben wir einen freien Abend. Dann gingen wir auf die Straße, gingen ins Krankenhaus, glaube ich, 30 Bekehrungen. Und wir haben uns gar nicht groß angestrengt. Und trotzdem sage ich euch, es geht in Deutschland mehr, als wir denken. Yes. Das erleben wir seit vielen Jahren. Es geht in Deutschland so viel mehr. Also nur ein Beispiel, ich neulich da wieder auf dieser Plattform, war ein Typ dort, der sagt, ich komme aus Syrien. Und dann sagt er, kam nach Deutschland, war durch den Krieg so geschädigt, dass er in der Psychiatrie gelandet ist. In der Psychiatrie sagt ihm eine Krankenschwester, glaub an Jesus und er wird dir helfen. Ich meine, manchmal ist es ein Satz, der einschlägt. Dieser Moslem in der Psychiatrie, völlig durchgeknallt, muss irgendwie zu Jesus gebetet haben. Und er sagte, fragte mich, glaubst du an Wunder? Ich sage, ja. Ich wurde nächste Woche entlassen. Und ich habe dann überlegt, ob ich Christ werde. Ich habe ihn dann zu Jesus geführt. Wow. Wisst ihr, Leute, es geht was in unserem Land. Wir kennen immer nur die eine Seite, aber es gibt auch die andere. Es gibt Menschen wie mich, die sind offen, die suchen nach Gott. Die schreien nahezu nach Gott. Aber ich kenne beides. Es ist schwer und trotzdem, es gibt auch die anderen. Vielen Dank, Werner, für diese klare Aussage. Ich würde gerne das Mikro an Alexander, du sprachst in deinem Vortrag darüber, wie wichtig es ist, dass wir auch, wie hast du es genannt, sympathisch sind. Ja. Ja. Nenn doch mal 3 Tipps, wie wir noch sympathischer werden. Ja. Also ich meine das in allen Ernst, weil ich glaube, dass auch die Ausstrahlung macht doch etwas. Oder was sind so Dinge, auf die wir doch achten könnten? Wichtigster Punkt, Humor. Humor ist ein Schlüssel. Humor, also nicht, dass man sich über andere lustig macht, kann auch mal dran sein, aber auch ein bisschen Selbsthumor, dass man nicht an die Decke geht, wenn einem Leute pampig kommen, sondern humorisch reagiert oder überhaupt Humor, wenn man sich über sich selbst lachen kann und wenn man andere zum Lachen bringen kann in einer guten Weise, ist auch eine Form Herzen zu gewinnen. Für mich ein Beispiel des humorvollsten vollzeitlichen Christen, den ich kenne, ist mein Bischof. Also der ist wirklich der lustigste Pfarrer, den ich kenne. Und als er Bischof geworden ist, habe ich mich so gefreut. Es ist nicht nur der lustigste Pfarrer, sondern wahrscheinlich auch der lustigste Bischof der Welt. Und dem fliegen die Herzen einfach so zu, unabhängig davon. Ja. So, aber du willst 3 Tipps haben. Alle gehören wir jetzt zu deiner Kirche und dein Bischof lädt uns auch nicht alle ein, um den irgendwie. Deswegen nenn noch mal so 2 Dinge, wo du denkst, auf was wir achten. Ich frage, wie man lernen, ja, achten, ja, wie man. Weiß ich, wie man das lernen kann, humorvoll. Das Zweite ist, worauf man achten kann, ist eine Großzügigkeit. Menschen, die eine Großzügigkeit ausstrahlen. Also mir ist es ganz wichtig, großzügig zu sein. Leute, gut, wenn man sich's leisten kann, aber so irgendwie Leute einladen oder so, ey komm, das bezahle ich jetzt für dich oder so. Wenn Menschen öffnen ihr Herz, wenn sie großzügig sind, so wie ich mein Herz öffne, wenn mir großzügige Menschen begegnen, großzügig auch in Form von Toleranz, dass ich auch erstmal, dass ich nicht gucke, was läuft in dessen Leben schief. Es gibt ja so Christen, die erstmal checken, was läuft schief, damit ich ihm dann mit Herrn Jesus ansprechen kann, weil Herr Jesus ja für die Probleme da ist. Und dann muss ich erstmal die Probleme rauskriegen. Und so Großzügigkeit, dass ich auch jemand Verständnis, dass ich jemand was Positives tut. Also immer was Positives unterstelle. Ja.
Finde ich enorm wichtig. Es waren erst zwei. Ja. Dann ergänzt. Ich kann, ja, los. Komm, ihr seid ein Team. Auf, los, Berliner. Sei du selbst, weil ich glaube, dass wir authentisch und echt sind, ist ein unglaublicher Hammer. Also meine Frau und mich, wenn man die jetzt beschreiben würde, jetzt mit Leuten, die man kennt, früher hätte man gesagt, Thomas Gottschalk, Margarete Schreinemakers. Bei mir haben Leute angefangen zu lachen, bei meiner Frau zu weinen. Aber jetzt nicht, weil sie so traurig ist, sondern ich mache ein paar, also hier so, was du sagst, ich habe mal ein Späßchen auf Lager. Meine Frau schafft es, dass Leute ihr Leben auspacken, dass sie anfangen zu weinen und sie schafft es, dass sich Herzen öffnen. Meine Frau ist Seelsorger hoch zwei, würde ich mal sagen. Aber das Entscheidende ist, du musst kein anderer werden. Sei ganz authentisch und echt. Das ist das Beste, was man kann. Super. Vielen Dank, wenn du das Mikro schon mal jetzt hast, dann behalte es gerade nochmal. Machst das gut. Genau, weiter. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Werner, sag mal, hier kam die Frage, wie kann man herausfinden, ob sich wirklich jemand klar für Jesus entschieden hat? Ja, ich habe da so ein geistliches Barometer, wenn das anschlägt, dann... Ist es nur auf dem Apple oder ist es Android? Ich meine, letztendlich, ob die Person hinterher Jesus nachfolgt. Also ich sag mal, wir haben mit Summer to Go, würde ich mal sagen, vielleicht mit rund 8000 Menschen gebetet, das Gebet der Lebensübergabe. Und dann fragen sie auch immer, und wo sind sie denn alle? Und ich weiß natürlich, kommen nicht alle in Gemeinden. Und manchmal höre ich, waren wir in Freiburg, da haben sich viele bekehrt und dann ist keiner geblieben. Und dann sagte mir einer, ja, dann traf er irgendwie ein Mädel, die hat er zu Jesus geführt. Die sagt, ja, ich weiß, ich habe mich bekehrt. Und dann ging es drunter und drüber in meinem Leben. Ich bin hier wieder zurück. Wir wissen es ja nicht. Also ich sag mal, wir wissen es schon, in dem Sinne, wenn Leute wirklich dann in unsere Gemeinde kommen und ich begleite sie und so weiter, aber ich sie nie wiedersehe. Nur das einfache Gebet, freue ich mich drüber, ist ein Anfang, aber wir reden nicht immer gleich von Bekehrung. Wir versuchen Leute so klar wie möglich das Evangelium zu erklären, auch was es bedeutet, ich kehre jetzt um, und dann auch mitzugeben, was man hinterher macht. Aber was sie dann selber daraus machen, das wissen wir ja nicht. Aber jetzt nochmal dieser Einstieg, wenn du jetzt mit jemandem im Gespräch bist und du willst herausfinden, ob er wirklich Jesus nachfolgt oder Heilsgewissheit hat, wie würdest du das formulieren? Na, ich würde ihm das erstmal sagen. Als ich da saß und habe gebetet, ich wusste ja gar nicht, wie mir geschah. Und der Pastor sagte, Werner, du hast jetzt ewiges Leben. Das weiß nur wie heute. Du, das war in meinem Kopf wie eine Explosion. Ich hatte ja Angst, ich lande mit AC/DC in der Hölle. Ich habe ja gesungen, I'm on the Highway to Hell. Also ich hatte ja Angst davor. Und jetzt sagt er mir, du hast ewiges Leben. Ich bin rausgegangen, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Hätte er mich gefragt, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Aber er hat mir da was zugesprochen, was so eine Kraft hatte. Dann bin ich auch dankbar, dass dann jemand kam und sagte, Mensch, du kommst aus Hannover, hat sich um mich gekümmert, hat mich angerufen. Also auch das Nachgehen finde ich schon sehr, sehr wertvoll und wichtig. Danke. Das Mikro nochmal an Alexander. Sag mal, du bist ja so ein Mann der Kirche. Und du hast vorhin einen Satz rausgehauen, der hieß, Christen... Oft erlebst du die Christen oder die Kirche sehr kraftlos. Ja. Welche Möglichkeit siehst du, dass sich das ändert? Wir haben in der Offenbarung 7 Sendschreiben und vier von den sieben Gemeinden, die werden heftig kritisiert, die haben ganz unterschiedliche Probleme und egal was das Problem ist, immer heißt es metanoiete, also kehrt um. Das gilt auch für die Kirche, die Umkehr zu Jesus Christus. Das ist ganz verschieden. Es bedeutet einmal, meine Kirche hat weithin, oder unsere Kirche, die evangelische Kirche, EKD, hat weithin eine beschädigte Christologie. Also wir haben alle möglichen, Jesus ist der Sozialarbeiter und Jesus ist gescheitert am Kreuz, obwohl er eigentlich was ganz Tolles wollte. Und alle diese Jesusbilder haben wir. Und das ist eine beschädigte Christologie. Wir müssen umkehren zu dem Jesus, von dem Luther sagt, der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Das ist der Schlüssel und alles andere folgt daraus. Also meine Kirche braucht und daraus folgt, sie braucht als zweites eine erneuerte Pneumatologie, das ist die Lehre vom Heiligen Geist. Wir haben eigentlich keine Lehre, wir haben schon eine Lehre vom Heiligen Geist, aber mit Doppel-E. Und sondern wir brauchen eine erneuerte, also wirklich eine erneuerte Lehre vom Heiligen Geist. Was ich in meiner Kirche fast immer, was ich zu Pfingsten an Unfug höre, ist schier unerträglich, weil oft
weiß man nicht mehr zu sagen, wie der Geist weht, wo er will. Das ist ein Missverständnis von Johannes 3, Vers 8. Sondern der Geist bindet sich. Er bindet sich an das Wort Christi, also dass Christus der Retter ist, wo er verkündigt wird. Der Heilige Geist bindet sich an den Glauben. Glaubst du, so hast du, sagst Martin Luther. Der Heilige Geist bindet sich an das Gebet. Der Heilige Geist bindet sich an Buße und Umkehr. Und der Heilige Geist bindet sich an die Sakramente. Da haben unsere freikirchlichen Freunde nicht so richtig die Peilung davon, aber das ist okay. Und an die Sakramente. Und die Charismatiker zählen noch dazu. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Der Heilige Geist bindet sich an den Lobpreis, dort, wo er angebetet und gelobt wird. Der Lobpreis hat bei den Charismatikern und Pfingstlern eine quasi-sakramentale Funktion. Wow, war das eine Aussage. Vielen Dank, Alexander. Darf ich mal kurz in unsere Runde fragen, wer von euch hat denn kirchliche Wurzeln? Wer von euch kommt aus landeskirchlicher Gemeinschaft oder Kirche? Wow. Sieht doch nicht schlecht aus. Wow, wow, super. Diese Frage war ganz bewusst für euch, da hake ich nochmal nach. Oft sind ja Dinge, wenn du Leiter oder Pastor bist, kannst du das beeinflussen. Was gibst du den Leuten mit, die nicht alle Leiter, Pastoren sind, wie sie dennoch wieder die Kraft in deine Kirche zurückbringen können? Die Kraft Gottes. Was gibst du diesen Leuten mit, wo du sagst, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr in eure Kirche zurückgebt, dort die Kraft Gottes zu erleben. Gibst du ihnen ein paar Punkte mit, wie du sagst, das könnt ihr genauso erleben, das braucht ihr nicht eurem Pfarrer und dem Pastor. Die Sakramente könnten wir, das wird es einen Trappel geben, wenn die jetzt anfangen, Sakramente da auszuleben. Ja, die Taufe doch ist doch ein Sakrament. Ja, ja, aber du, wenn hier ein wildes Taufen hin und her geschehen würde, dann mal, ich mach das, aber nicht die Leute aus der Kirche. Ne? Aber was gibst du ihnen mit? Gibt es da etwas? Steht alles in der Bibel. Wie empfängt man den Heiligen Geist und wie bringt man ihn? Ja, aber sag's ihnen, so, dass sie sich zusammen treffen sollen. Wie sollen sie es denn machen, den Heiligen Geist empfangen, wenn sie noch nichts Großes hören? Dass sie das miteinander in den Hauskirchen oder sowas erleben dürfen? Ja. Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes, liest die Bibel und lade den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist oder Jesus Christus, egal, rede jetzt zu mir. Zweitens, bete um den Heiligen Geist. Jesus sagt, um wie viel mehr will ich denen den Heiligen Geist geben, die mich darum bitten? Lukas 11. Ja. Ja. Bete um den Heiligen Geist. Dann sei dort, wo der Heilige Geist herum ist. Der Heilige Geist ist zum Beispiel, liest Biografien von großen Männern und Frauen Gottes. Das ist enorm inspirierend, weil das ist geistschwang, weil das sind von Gott geführte Leute, ob das nur Ignatius von Loyola war, der Gründer der Jesuiten, um die katholische Variante zu nennen, oder David de Plessis von Pfingster oder was auch immer. Also das fordert mich immer enorm heraus und das treibt auch auf die Knie. Und vor allen Dingen bete, Gott, gebrauche mich. Oh, wow. Wie einfach. Ja. Danke. Ja, Christsein ist ja einfach, ja. Ist ja nicht bloß was für Schlaue. Ja, gut, dann fühle ich mich auch wieder wohl. Gut. Werner. Darf ich auf die Frage auch nochmal antworten? Ja, ja, wenn es dich drängt, wenn es vom Heiligen Geist ist. Ja, die Frage ist, wie können wir es erleben? Und wir haben uns auf dem Weg hierher unterhalten, was ist denn Erweckung? Erweckung kenne ich ja irgendwie Meetings, wo ich sag mal, jetzt so in der Freikirchenszene ein Haufen junge Leute schreien und Halleluja und ich weiß nicht was. Dann hätte Justin Bieber auch Erweckung, weil da Zehntausende hüpfen in Konzerten. Erweckung ist ja was anderes. Ich lebe Erweckung. Also Kirche ist ja kein Gebäude, ich bin ja Kirche. Also wo wir zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wenn wir heute zusammen bei McDonald's sitzen, dann sitzt die Kirche bei McDonald's und die steht nicht auf dem Marktplatz. Aber wenn ich erwecklich lebe, und das haben wir uns als Gemeinde gesagt, Anfang des Jahres, als wir mit dieser Idee kamen, jeden Tag jemanden anzusprechen, haben wir als ganze Gemeinde in den schwersten Corona-Zeiten uns aufgeteilt in WGs, haben über Zoom über Wochen nur Apostelgeschichte gelesen, haben gesagt, das wollen wir. Was wir das lesen, das wollen wir. Christentum ist ganz einfach. Das, Gold und Silber, habe ich nicht. Die Jünger konnten nicht aufhören, von dem Glauben zu reden. Haben wir gedacht, das wollen wir und das machen wir. Gottesdienst war zu Ende.
Alle WGs sind auf die Straße gegangen. Jeder hat Menschen angesprochen und von Jesus erzählt. Und ich sage mal, das hat echt was in Bewegung gebracht. Also einfach nicht nur lesen, sondern es zu tun. Und wirklich mit so einem heiligen Eifer, Gott, ich möchte mehr. Und ich glaube mal ganz ehrlich, wenn ich die Apostelgeschichte lese und ich lese immer wieder, dann sage ich, also ich bin noch nicht so wie Petrus, da hat nur mal der Schattenkampf vorbei und die Leute wurden geheilt. Das Taschentuch von Paulus haben sie genommen, meins würden sie schnell wegschmeißen. Gefühlt, ihr Lieben, da gibt es noch mehr zu entdecken, oder? Und ich sage immer, ich möchte mehr von dem haben. Ich möchte erwecklich erleben. Ja, super, vielen Dank. Behalte das Mikro, Männer. Und zu dir noch die Frage, die kam von jemandem. Kannst du uns noch mal kurz erläutern, wenn wir jemanden auf der Straße sehen, wenn du diesen triffst, wie erklärst du ihm das Evangelium ganz kurz? Dann war er nicht im Seminar, ne? Wahrscheinlich. Das hatten wir. Also im Seminar hatten wir die Frage, du sitzt im Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab, du hast noch 2 Minuten, weil die Düse explodiert ist, das Flugzeug ist voll mit Atheisten, was sagst du? Und diese Frage stelle ich auf der ganzen Welt und ich habe schon die skurrilsten Antworten gehört, lies die Bibel, mach das mal in 2 Minuten. Das Evangelium in Kurzform fasse ich mal zusammen in 3 Punkten. Gott schuf, ob ich jetzt immer sage, die Welt, ich will keine Diskussion über Evolution haben, obwohl ich daran nicht so glaube, aber Gott schuf den Menschen für eine Beziehung. Er schuf uns für eine Beziehung. Nur hier finden wir echtes Glück, was hält. Kurzfristiges Glück finden wir überall, aber Gott schuf uns dafür. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, ganz klar. Und unsere Welt ist ein Produkt dessen, also was hier auf dieser Welt passiert, wäre Gott noch der Herr, also würden wir noch das machen, was er uns gesagt hat. Allein, wenn wir alle die 10 Gebote einhalten würden, unser Planet würde ja in 5 Minuten anders aussehen. Aber der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Das ist das große Problem. Das Evangelium ganz klar. Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Er beanspruchte, Gott zu sein. Er liebt uns so unendlich, dass er bereit war, am Kreuz stellvertretend an unserer Stelle zu sterben, ist am 3. Tag von den Toten auferstanden, lebt und ist der einzige Weg zu Gott, der einzige, der retten kann. Hammer. Amen. Ja. Amen. Noch eine letzte Frage an dich, die kam hier auch von jemandem, vielleicht hast du das auch in deinem Seminar schon gesagt, was erzählst du jemandem, wo du erzählst, dass du warst auf dem Friedhof und du warst bei dem Grab der Kinder und da ist der Sohn mit 2 Jahren gestorben. Was sagst du den Leuten? Da hatte ich eine bessere Situation, weil die Frau, das war noch relativ leicht. Ich hatte einen jungen Mann auf der Straße, der sagt, wenn du mir eine Frage beantwortest, höre ich dir zu. Ich sage, was ist deine Frage? Mein Sohn ist vor einigen Wochen gestorben, der ist 5 Jahre alt. Fünf Wochen, total jung, ist schon lange her. Und ich dachte, was sagst du denn jetzt? Also wirklich da, ich meine, bin ich froh, dass dafür wir den Heiligen Geist haben. Ich hatte keine Idee. Ich sage, was soll ich dem jetzt sagen? Und dann kam mir die Idee, wie aus dem Nichts. Ich sage, weißt du was? Das Warum kann ich dir erklären. Ich kann es dir intellektuell erklären. Ganz klar, weil das sagt die Bibel, Gott schuf die Welt, es gab keine, all das nicht, der Mensch hat sich abgewandt. Ich sage, ich könnte es dir intellektuell erklären, es wird dir nicht helfen. Habe ich aus meinem eigenen Leben erzählt, wie ich operiert wurde, dann sind die beim Operieren abgerutscht, sind durch die Schädeldecke, durch die Hirnhaut durchgestoßen, ins Gehirn rein, deswegen vermutet meine Frau, ich bin nicht ganz dicht. Aber es war eine Riesenpanne und ich wurde wach. Der klatscht da. Ich wurde wach und ich wusste nicht, ob ich nächste Woche noch lebe. Und die Frage, warum? Und dann auch Leute, warum lässt Gott das zu? Und ich sage, diese Frage, warum, hätte mich irre gemacht. Der Arzt hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, die Frau ist, ich weiß nicht was. Die Frage, warum, hätte mir nicht geholfen. Aber als ich nachts in meinem Bett lag und zu Jesus geschrien habe, in meiner Not, in der großen Frage, ob ich nächste Woche noch lebe, ob ich im Rollstuhl sitze, kam Gottes Friede in den Raum rein. Ich war so entspannt und ich wusste, Gott ist da und es wird nichts passieren. Dann habe ich gesagt, die Frage, warum, kann ich dir erklären, wird dir nicht helfen. Aber wenn du erlebst, wie in deine dramatische Situation Gott kommt mit seinem Frieden und dir hilft, kann das dein Leben verändern. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Ich kann, im Grunde genommen, wir können nicht alle Fragen beantworten. Aber wenn Gott kommt, ist das ein Riesenunterschied. Ja. Vielen Dank euch beiden, dass ihr jetzt nochmal bereit wart, hier so ein paar Fragen zu beantworten. Das war's schon. Und was wir jetzt tun, ist, ich glaube, dass einige von uns echt hungrig sind. Hungrig sind, diese Dinge umzusetzen. Und gleichzeitig spüren, werde ich es schaffen. Und, Lieben, wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir erwarten, dass Gott etwas dazu gibt. Und
weil wir haben vieles gehört. Ihr habt uns wirklich das Herz weit gemacht. Oder wie du auch sagtest, dass wir kühn sind in deiner Formel mit Bob. Und dennoch könnte es passieren, wir gehen nach Hause und wir merken, es gelingt uns einfach nicht oder wir haben keinen Bock mehr. Und ich glaube, was wir hier brauchen, ist eine Berührung des Heiligen Geistes. Eine Berührung Gottes. Weil wir merken, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Aber wenn wir sagen, hier sind wir, und wenn wir uns gleichzeitig von Gott abhängig machen, dann kann etwas passieren und gelingen, in dem Maße, wie Gott uns auch befähigt hat dazu und ausgerüstet und bevollmächtigt hat. Und wir wollen eins tun, wir wollen uns vom Lobpreisteam nochmal mit hineinnehmen lassen in eine Anbetungszeit, vielleicht von 2, 3 Liedern. Und in diesen Liedern wird jetzt was passieren für alle, die das wollen und nicht nach Hause gehen wollen, ohne dass sie gespürt haben, ich möchte die Sache, die ich in meinem Herzen habe, festmachen. Die einfach einen kurzen Segen haben wollen oder vielleicht noch kurz etwas. Es wird keine Zeit sein für ein langes seelsorgerliches Gespräch. Aber wenn du willst und du spürst, ich möchte mich noch kurz segnen lassen, dann wird es jetzt die Möglichkeit geben, die Mitarbeiter, auch vom ganzen Team, ihr, für die, die jetzt vorhin noch nicht mit dabei wären, ihr wisst Bescheid, wir stellen uns alle rechts und links, vielleicht ein paar auch vorne oder auseinander, stellt euch einfach an die Seiten, ihr liebes Mitarbeiterteam, alle die vom Vorbereitungskreis. Und Leute werden, die wollen, die werden einfach kurz zu euch kommen und da wird ein kurzes Gebet geschehen. Und mit dem Gebet wird etwas fließen. Gottes Kraft fließt. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr nicht zum Alexander oder zum Werner kommt. Erwartet, dass Gott genauso durch irgendjemanden von uns wirken kann, weil es Gottes Kraft ist, die fließt. Vielleicht können wir dazu aufstehen, für die, die es wollen und die ihr lieber anbeten wollt im Sitzen. Relaxed. Relaxed. Und ich bitte dich, Geist Gottes und ihr lieben Mitarbeiter, positioniert euch einfach an die verschiedenen Ränder. Danke, dass du hier bist und dass du dich bewegst durch diese Halle. Wir rechnen mit deinem Wirken den ganzen Tag schon. Und wir glauben an das, was uns die Bibel, das Neue Testament verheißt, dass durch Handauflegen, übrigens, das ist etwas, was wir uns nicht rauben lassen sollten und den Esoterikern absprechen sollten, sondern das ist der Dienst der Kirche. Der Dienst der Kirche, der Dienst der Christen, Hände aufzulegen, weil da etwas transportiert wird. Und ich bete dich, Heiliger Geist, wo auch immer jetzt Menschen eine Not haben, danke, dass dir nichts zu mächtig ist und dass du auf einer übernatürlichen Art und Weise hier etwas jetzt in Bewegung setzt, wo wir wissen und spüren dürfen, du bist es. Du bist es, der Menschen berührt und der Menschen sendet. Und während wir jetzt dich, Jesus, anbeten, erwarten wir, dass was vom Himmel geschieht, hier zur Erde, hier nach Salem, zum Segen für unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus, von wo du gekommen bist. Wir geben dir jetzt Raum. Amen. Wir beten an und ihr dürft euch, wenn ihr einfach zu den Leuten hingeht, setzt eure Masken auf und sucht euch eine Person. Eine Person. Da wird eine Berührung geschehen. Amen. Wer das möchte. Danke, Geist Gottes, dass du wirkst überall hier. Auch wo Leute ganz ruhig auf ihrem Platz sitzen. Danke, dass deine Wolke der Herrlichkeit einfach in diesem Raum ist und uns das gibt, damit dieses Land und das verändert wird. Dass jeder von uns in die Berufung kommt, die du uns gegeben hast.
Ich danke dir, Herr, für all das, was wir jetzt die Tage gehört haben, heute. Und ich bete, Vater, dass wenn nur das eine ist, aber dass es hineinfällt in unser Herz und dass es versiegelt wird, dass es niemand uns rauben kann. Ich bete, dass du uns hilfst, mit den richtigen Leuten uns abzugeben, die uns befeuern, die uns ermutigen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass diesen Dingen, diesen Geist des Missionarischen, des Evangelistischen hineinzubringen in unsere Kirchen und Gemeinden. Damit die Menschen, die nicht danach trachten, diese Botschaft hören dürfen. Ich bete vor allem jetzt vor der vorstehenden Weihnachtszeit, dass wir die Gelegenheit ergreifen, dass ein Geist der Kreativität auch über uns freigesetzt wird. Wie wir die Menschen erreichen können, die du schon lange vorher bestimmt hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dafür. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, es ist einfach so wertvoll, zusammen zu sein. Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Ich empfinde uns nochmal zu sagen, bleib bei dem, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Jeder von uns ist anders. Hört auf zu vergleichen. Wir müssen uns nicht kopieren, aber wir dürfen uns inspirieren. Und das sind wir heute. Wir sind inspiriert worden von den Beiträgen, von den Seminaren, von allen, die da hier mit dabei getragen haben, damit dass dieser Tag so stattfinden konnte. Und so wissen wir, dass dieses Bundesland, unser Mecklenburg-Vorpommern, eine glorreiche Zeit bevorsteht. Ich glaube, dass dieses Land, es ist tief in meinem Herzen, ich glaube, dass dieses Land gesetzt ist, ein Segen zu sein. Nicht ein Schlusslicht zu sein, sondern dieses Bundesland, was so oft in den Ranking in Deutschland das Letzte ist, dieses Bundesland ist gesetzt, ein Segen für Deutschland zu sein. Das ist tief in meinem Herzen. Und lass uns zusammen an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, diese Zeit nutzen, die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, ob in der Kirche oder innerhalb der Kirche. Kirche sind wir, wo wir zwei oder drei zusammen sind. Vorhin sagt es jemand, das ist nicht das Gebäude, sondern wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist Kirche. Und wenn wir so unterwegs sind und gemeinsam auch hier von dannen ziehen und andere anspornen, dann ist ganz, ganz viel getan. Meine Aufgabe ist jetzt noch, die ganze Sache hier ist abzumoderieren. Also ich soll euch sagen, es gibt Aufnahmen. Wenn ihr merkt, ihr habt nicht alles raffen können oder vielleicht habt ihr euch verquatscht draußen mit irgendjemandem, weil ihr den lange nicht gesehen habt und ihr wollt das nachhören, dann gibt es diese Plenumsveranstaltungen, die gibt es zu kaufen, oder? Die wird kostenlos zum Download angeboten. Ihr werdet das wahrscheinlich über YouTube bekommen, ihr könnt das downloaden, Hotspot Salem oder Tag Forum Missionarischer Impulse, irgendwie so. Es ist einfach fantastisch, dass das so möglich ist. Dann soll ich sagen, es gibt einen nächsten Hotspot, es gibt ein nächstes Forum. Findet ihr es gut, dass wir das wiederholen? Ja. Wir haben vorhin gedacht, wenn wir 50, 100 mehr werden, gibt es Schwierigkeiten. Aber wir werden es versuchen und werden hier entweder den Termin reservieren. Bisher haben wir vorausgesetzt 19.11.2022. 19.11.2022. Wenn sich an dem Ort was verändern würde, würden wir rechtzeitig Bescheid geben. Aber sonst 19.11.2022. Dann sollte ich noch darauf hinweisen, wenn ihr nach Hause geht, draußen gibt es eine Box, wo ihr eure Namensschilder reinwerfen könnt. Es wäre gut, wenn ihr die abgibt, die kosten was, die können wir wieder verwenden. Werft sie einfach in diese Box hinein.
Und für alle, die neu dazugekommen sind und vielleicht sagen würde, das fand ich gut, auch den Nachmittag, auch die Seminare, am Ausgang wird es nochmal die Möglichkeit geben, ihr lieben Opfer-Einsammler, darf ich jemanden bitten, dass er einfach so eine Opferbeutel nochmal nimmt und dann können wir am Ausgang da nochmal für diejenigen, die das möchten, einfach ein Opfer einsammeln, nehmt es einfach und das wäre schön, wenn wir das noch einsammeln könnten. Und zum Schluss wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Danke diesem Trägerkreis, es war wirklich ein fantastisches Arbeiten in diesem Kreis, wo wir aus unterschiedlichen Kirchen hier zusammengekommen sind, hat Spaß gemacht. Es hat uns auch gegenseitig inspiriert und ich fand, es war jetzt auch nicht schwer. Da gab es auch nie ewige Diskussionen oder sowas. Wir haben es gelernt, miteinander stehen zu lassen und so zu respektieren, auch an unserer Unterschiedlichkeit. Und es war einfach wirklich wertvoll, so miteinander unterwegs zu sein aus den ganz unterschiedlichen Lagern. Und dennoch möchte ich noch eine Person am Ende erwähnen und das ist Frank Spatz. Frank, doch, ich möchte das. Ich fand das ganz klasse, wie du alles zusammengehalten hast. Frank ist Generalsekretär vom Gnadauer Verband und es braucht immer eine Person, die auch von allen Lagern akzeptiert ist. Das ist auch nicht so einfach. Und bei ihm haben wir das so gefunden und von daher, Frank, herzlichen Dank, dass du uns immer wieder zusammengerufen hast und dieser Applaus ist dein Applaus. Und weil es am Ende nicht um eine Person gehen soll, sondern wiederum nochmal um Jesus, möchte ich euch ermutigen, nehmt die Zeitungen hier mit. Diese Zeitung hat der Werner extra in sein Auto packen lassen oder hier anliefern lassen. Eine ganze Palette voll, die gibt es da draußen. Live.de, eine wunderbare Zeitungen mit vielen Zeugnissen drin. Ihr könnt die verteilen, ist ein bisschen Ableger von der Bild-Zeitung. Das lesen die Leute, verteilt es, nehmt es mit, es ist kostenlos. Draußen gibt es palettenweise davon. Und jetzt würde ich euch bitten, dass wir uns nochmal kurz zum Schluss erheben und Jesus Danke sagen für diesen wunderbaren Tag, den wir hier zusammen in Salem erleben durften. Herr, wir sagen dir, es ging und es geht um dich. Es ging und es geht um dich. Und wenn wir jetzt hier auseinandergehen, bitte ich dich, Herr, dass du deinen Segen auf uns gibst, lagerst, dass unsere Autos, unsere Motorräder, unsere Wohnmobile, unsere Fahrräder, unsere Füße uns dorthin tragen, von wo wir gekommen sind, dass die Zeit von dir gefüllt ist, dass wir die Möglichkeit nutzen, vielleicht noch auf dem Nachhauseweg das eine oder andere umzusetzen. Und wir sagen, Herr, hier sind wir. Wir haben uns geweiht zum Dienste, haben uns zurüsten lassen. Und so gehen wir in deinem Namen und wollen uns von dir führen und inspirieren lassen. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und lass uns zusammen nochmal einsingen. Kinder und die Kinder.